Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey, würde ich schon sagen. Nee, es ist Assassin's Creed Valhalla und ja, die 1000 Meter, die kriegen wir hin, ne? Ich glaube, zu Fuß in, wenn, ja gut, auch schon ein Kilometer, ist gar nicht mal so viel. Das wird etwa 5 Kilometer machen wir in einer Stunde. Das geht etwa so 12 Minuten, ne? Ja, 12 Minuten, genau. Kommt hin. 12 Minuten dauert das. Aber ich glaube, hier im Spiel dauert es nicht 12 Minuten. In echt würde es 12 Minuten dauern, so im Durchschnitt etwa, ne? Das ist ja nicht so. Ja, das ist nicht so, dass man hier irgendwie. Danke sehr. Haben wir uns ein Pferd mitgehen lassen? Einfach mal so. Können wir natürlich auch. ...930. Kriegen wir alles hin, ne? Ist gar kein Thema. So. Und durch hier. Die... Jetzt geht's aber runter, ne? Jetzt geht's hier runter. Mit den Verbündeten müssen wir uns hier treffen. Die 700 Meter, die kriegen wir wirklich hin. Das ist gar kein Thema. Irgendwas war gerade. So, anhalten. Das Pferd ist eh mit der Energie am Arsch. Und muss hochheilen. Also hoch, aber nur warten. Bisschen geländegängig hier geprüft werden. Oh. So, und es geht noch 300 Meter. Ja, das wird jetzt doof. Wir haben, glaube ich, einen Perk oder so freigeschaltet, ne? Masse macht es, glaube ich, keinen Sinn, das Pferd schnell laufen zu lassen. Oder? Eh nur immer vier Beine, das in der gleichen Zeit das Wasser weg. Wegmachen kann das Ding hier, weil hier Wasser wegmachen. So ist die Frage, die hier hochkommt. Ne? Pferdchen, du kommst nicht hoch. Danke sehr für deine Taten. Was machst du hier? So, eins am anderen hier hoch. In Assassin's Creed kann man ja überall hochklettern. Das macht das eben echt geil, dass man irgendwie zum Ziel kommen kann. Und da, ach, da hinten müssen wir. Die haben sich gerade selber umgebracht. Pfeilbogen und Co. Das lassen wir nicht mal zweimal sagen hier, Kollege. Oh, das ist eine Dame, ne? So, und der dritte im Bunde. Sag mal, wer der Kollege? Was für ein Scheißhaufen? Der Kopf war mal auch mal besser dran, ne? Rüds Männer haben alles verwüstet. Ich weiß ja gar nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Muss man mal dazu sagen. Also ich kenne das jetzt hier nur so. Eivor, du bist da. Dun weg. Lasst uns das Feuer entzünden. Das mache ich. Ihr übernehmt das Reden. Rodir, Valdis und ich suchen den Hafen ab, damit wir keine Überraschung erleben. Und Oswald und ich werden hier ausharren, bis das Feuer brennt. Das vordere Tor wird streng bewacht. Da kannst du nicht einfach rein. Ich finde einen Weg. Wir halten dir den Rücken frei. Ich kann ja überall hinaufklettern, ne? Daher würde ich mal sagen, wir finden irgendwie schon eine Lösung. Und das Meer sieht einfach ends geil aus. Dann also Rüds Männer ausschalten und das Feuer entzünden.
Haben wir schon Gegner oder was? Was siehst du da oben, Sühnen? Da gibt's einen Schlüssel. Töte Rüths Clanmitglieder. Einer nach dem anderen, meine Kollegen, ne? Hey! Und der nächste. Mach ich doch, ne? Bis zum letzten Ende hier. Sind es alles nur Frauen hier? Sind das, oder höre ich hier echt nur Frauen? Und man haltet mir den Rücken frei, hat der Kollege mir gesagt. Tschüss. Oh. Entschuldigung. Hey, was machst du, meine Dame? So. Komm ich da hier... Jo, hier ist niemand. Oh, aber plündern geht. Och, wie schön. Hä? Oh, shit. Heilung, danke sehr. Hat gesessen, ne? Jetzt hat er den nächsten Move angeschmissen, nämlich nicht ein Zwei-Achse, sondern Einhandwaffen. So rum. Aha, hatten wir schon mal, ne? Den Move hatten wir schon mal. Reicht schon mal warm. Sehr schön. Der ist für dich. Wir haben auch noch einen. Da haben wir ein, zwei, drei Kollegen, mehr nicht, ne? Aber man müsste es auch sehen. Tut halt schon noch ein bisschen weh, ne? Wenn man so beschossen wird. Ist da noch einer hier? Sag mal. Der da runtergeflogen ist, oder? Ja, da ist runtergeflogen, der arme Kobold. Sobald das Feuer brennt, sollten die letzten von Rüths Männern kommen. Ach so, das Feuer da unten, ne? Das geht mal so. Und dann haben wir's. Das Feuer. Odin schenkt mir einen Handel. Ein paar tote Männer zu meinen Füßen für das reife East Engler und die Rückkehr meiner Braut. Welch ein Tag! Du, dich kenne ich nicht. Ich bin Eivor vom Rabenclan.
Dem Clan, den deine Männer angriffen, bevor sie Krähenfutter wurden. Hm. Wer rief nach mir? Warst du es, Valdis, meine Geliebte? Warum sollte ich dich rufen, nach 5 glücklichen Jahren fern deiner stinkenden Eier? Ich rief dich, Rüd. Du? Oswald, der hoffnungsvolle König von East Engla? Und Valdis zukünftiger Gatte. Nimm deine Männer und geh. Die Sachsen und Dänen von East Engla sind vereint. Es wird nicht an Plünderer fallen. Dann müsste ich zurück nach Danmörk, ohne etwas vorweisen zu können, nachdem ich so weit gereist bin. Du bekommst mein Gewicht in Silber und eine große Menge Vieh und Korn. Ich habe mir bereits das 10-fache davon genommen. Was ist der wahre Preis? Ich mach dir ein Angebot, Saudarm. Ein Holmgang, nur du und ich, um die Zukunft deines Königreichs. Ich nehme an, ein Kampf bis zum Tod. East Engla ist der Preis. Ihr habt es gehört. Moment. Es ist eingehaselt! Das Feld ist bereit. Bei erster Gelegenheit führe Valdis und die Brüder in Sicherheit. Sie sollen heute nicht kämpfen. East Engla braucht sie. Lass mich für dich kämpfen. Nein, er forderte mich. Auf dein Zeichen, König der Scharfschütze! Ich bin bereit! Na dann, entkommen mit deinen Verbündeten. Dann mal los. Wo sind denn die? Hallo? Entschuldigung, tut mir leid. Es hat keinen Zweck. Nee, hat's nicht, ne? So, die alle hauen ab. Gut. Dann mal los. Hat unfair, aber ich weiß nicht, ob er gewonnen hat, ne? Wir können es nicht sagen, wir müssen nachsehen. Sie haben aufgegeben. Wir sind weit genug weg. Ruhen wir uns kurz aus. Vaitor, er hat gut gekämpft. Mit der Wut eines Waldbrandes. Wir sollten zurück. Oswald könnte überlebt haben. Rüd ebenso. Es ist möglich. Rüds Männer werden ihren Vorteil ausnutzen. Wir müssen bereit sein, wenn sie angreifen. Wir gehen nach Norwig. Wir treffen uns dort, wenn du kannst. Er starb als Held, so viel ist sicher. Wenn sein Gott ihn nicht will, Odins Schildmeiden würden ihn nehmen.
hat das überlebt oder nicht. Wir werden es in der nächsten Runde eventuell erfahren. Und bis dahin einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Mhm.